Herzlich willkommen bei LC Performance. 5 Minuten Technik, heute wieder im Freien. Okay, hat folgenden Grund. Wir wurden gefragt, wir haben jetzt Turbolader, wir haben Abgaskrümmer, wir haben den Block durch, demnächst wird jetzt die ganze Sache mit dem Kopf kommen. Und jetzt machen wir mal die Ansaugbrücke, also sprich die andere Seite. 5 Zylinder Ansaugbrücke, ein unendliches Thema, ungefähr so alt wie die Welt. Jeder 5-Zylinder-Fahrer hat sein eigenes Lieblingskonzept. Es sind 100.000 Studien durchgeführt worden über Flow, über weiß der Geier was, mit 4-5 Lambda-Sonden, mit 5 Abgastemperatursonden, mit verschiedenen Voluminas, mit Trichtern, ohne Trichtern. Ich will überhaupt keine Wertung abgeben, ich will auch keine gut und schlecht abgeben. Ich will euch nur mal erklären, was es für verschiedene Ansaugbrückentypen gibt für einen 5-Zylinder. Ich werde euch 3 verschiedene erklären. Keine Wertung bitte. Um Himmels Willen, wie gesagt, was gut, was schlecht ist, muss dann jeder selber entscheiden. Ich erkläre euch einmal, um was es geht. Deswegen hier draußen, wir haben hier eine Ansaugbrücke verbaut von der Firma Wagner. Hat den riesen Vorteil, bauraumtechnisch keine Veränderung zu dem, wo normalerweise der Ladeluftkühler, der Wasserkühler im Motorraum sitzt. Perfekt, ohne großen Umbauaufwand, eine tolle Ansaugbrücke mit einem größeren Volumen als die Originale, mit wirklich einer sauberen Verarbeitung, mit einer guten Position der Düsen, Einkammer-Saugrohr. Was bedeutet, ich habe einen deutlich kürzeren Saugweg, dadurch, dass die Klappe oder beziehungsweise die Brücke nach vorne geht. Ihr seht selber, ist der Druckverlauf sehr, sehr schön kurz. Und wirklich eine optimale Position. Was deutlich besser ist wie die originale Brücke, die hinten rumführt. Und zeig nochmal, wo wird die? Die originale ist jetzt die Drosselklappe hier. Gefühlt einmal 1,5 Meter um den Motorraum rum. Und das ist natürlich konstruktiv eher eine Katastrophe. Einkammer-Saugrohr, folgendes Problem. 5-Zylinder, immer das Thema Füllung der Brennräume. Wenn jetzt der Volumenstrom hier kommt, beziehungsweise die Drosselklappe passiert, wird folgendes passieren. Die Welle oder die Druckwelle wird hinten anstoßen und es führt zu einer Verteilung von den hinteren Zylindern zu den vorderen. Was bedeutet, im gleichen Moment habe ich nicht die Füllung auf allen 5 Zylindern. Wenn ich länger Druck aufbaue, wird sich das egalisieren. Im ersten Moment ist der Flow von dem 5. Zylinder zum 1. Zylinder unterschiedlich. Möchte man nicht. Man möchte eine wirklich homogene Verteilung ab dem ersten Moment, dass alle 5 Zylinder die gleiche Füllung haben. So, jetzt gibt es verschiedene Ansätze. Audi Motorsport hat das Ganze gelöst in den 80er Jahren mit einem Zweikammer-Saugrohr. Was bedeutet? Auch keine Wertung Saugrohr hin oder her. Das Saugrohr ist bei uns noch vorhanden. Hier seht ihr, die kommt die Drosselklappe und der Volumenstrom verteilt sich auf 2 Rohre. Sieht man das sehr schön? 2 Rohre oben und unten. Verjüngt sich die ganze Kurve und endet hier in einer Kammer, die von oben und von unten über einen Schlitz gefüllt wird. Also nehmen wir auch Spaltsaugrohr, das ist ein Doppelspaltsaugrohr, eins oben, eins unten. Das heißt, Volumenstrom kommt von oben, verjüngt sich, um eben nicht wieder den 5. Zylinder als erstes zu füllen, sondern einen gleichmäßigen Druckaufbau in allen 5 Zylindern haben. Verjüngt sich und geht durch einen Spalt, der hier drin sitzt, in die Hauptkammer. Die Hauptkammer gehen dann diese 5 Zylinder weg und wird befüllt. Eigentlich eine sehr, sehr gute Lösung, allerdings konstruktiv, damals wie heute relativ aufwendig die Brücke zu bauen, aber eigentlich ein sehr, sehr gutes System. Gibt es Nachbauten wie die, die ist ein bisschen schmäler, es gibt welche, die ist breiter, es gibt welche mit anderen, mit 12 Düsen, mit 10 Düsen, gibt es die verschiedensten Variationen. Es geht aber nur um den Aufbau. Also, Spalt oben, Spalt unten, Verjüngung und in der Mitte das bekannte Volumen, das praktisch in die Kammer führt. Gleiches System mit einer Kammer, das kennt ihr vielleicht, war in dem Auto verbaut. Jetzt haben wir hier ein sehr großes Volumen in dem Hauptkörper. Die Ansaugung fordert unten, seitlich über einen Spalt wird das Saugrohr befüllt und über 5 Trichter, die hier drin sind, wird das der Volumenstrom zum Zylinderkopf geleitet. Ihr seht hier ein relativ langes Ansaugvolumen, was für mittleren Drehzahlbereich bedeutet, es ist eine sehr, sehr schöne Füllung da, es ist keine vibrierende Druckwelle da. Also das Einkammersaugrohr bzw. Zweikammersaugrohr mit einem Spalt,
zwei Einkammersaugrohr mit zwei Spalt und Einkammersaugrohr. Gut, schlecht, ich habe gesagt, ich lasse mich zu keinem Urteil hinreißen. Alles hat seine Vorteile. Natürlich, Audi hat damals in den 80er Jahren schon gute Arbeit geleistet. Gibt viele Entwicklungen. Die Jungs und die Fünfzylinder-Schrauber sind da sehr, sehr fleißig, tüfteln das bis zum Extrem aus mit Simulationen. Gibt verschiedene Ansätze. Das Prinzip von diesem Ein- und Zweikammer-Saugrohr bleibt im Prinzip immer gleich. Mit der doppelten Füllung bzw. mit den zwei Spalten. Okay, vielleicht das Beste, aber auch hier das mit dem großen Kammer mit Einvolumen auch gut, aber auch das Wagner Saugrohr funktioniert bei uns bis 700 PS wirklich hervorragend. So, ich hoffe, ich habe tatsächlich mal die Zeit eingehalten. Nein, ehrlich? 5 Minuten 50. Ah ja, das ist schon mal fast. Okay, also ich habe gesagt, ich werde es versuchen. Danke auf alle Fälle für eure Aufmerksamkeit, hat mich gefreut. Wenn ihr wieder irgendwas wissen wollt, wenn ihr irgendwas technikmäßig wieder auf den Nägeln brennt, muss jetzt nicht unbedingt 5-Zylinder sein, Porsche 6-Zylinder, irgendwas anders, fragt uns, wir werden es versuchen zu lösen. Wir kennen es auch nicht überall aus, aber größtenteils können wir erfüllen. Schönen Abend noch.